Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns im Tal der Verdammung. Habe ich die Wasserpfeife da jetzt benutzt? Ja, ich bin hier rüber, glaube ich, gesprungen und wollte jetzt hier lang hüpfen. Genau, das wollte ich. Gehen wir mal erstmal hier lang. Besser, sicherer. Ach, da. Boing. Tot. Komm raus. Oh, daneben. Zielst du auch mal, oder? Oh, Alice. Kaputt. Ich soll die T-Kanone benutzen, um die Wand zu zerstören. Okay. Ach, wie cool. Das funktioniert also auch. Die coole T-Kanone. Das kann die Alice. Erstmal gehen wir aber noch hier rüber. Ich habe nämlich irgendwo eine Erinnerung blitzen sehen oder sowas. Wo habe ich sie gesehen? Da oben habe ich sie gesehen. Genau, wie komme ich da hin? Ich habe ein bisschen Schiss, hier rumzuspringen. Wie mache ich denn das? Den Sprung schaffe ich doch nicht, oder? Nee, den schaffe ich nicht. Wie schaffe ich den denn? Und. Nein! Ja. Ja? Das ist voll weit oben. Das kann ich nur von der Plattform aus eigentlich schaffen, denke ich mir. Es sei denn, ich könnte hier irgendwas betätigen, kann ich aber nicht. Das ist ja gemein. Jetzt aber. Es war eine Flasche, keine Erinnerung. Da unten ist eine Erinnerung. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Naja. Nee, ist auch eine Flasche. Okay. Gut. Ich glaube, das war's. Wir warten auf den Fahrzeug. Felsbrocken. Den Transportbrocken. Och nö. Noch? Warum ist die Musik noch da? Ach so, wegen denen da vorne. Alles klar. Kann ich ja auch erstmal von hier so, ne? Aber die braucht so lange. Die blöde Kanone. Aua. Das war noch einer. Na komm. Seid ihr alle tot? Glaub schon. Okay, was noch? Da oben. Naja, die kriegen wir ja noch hin. Das ist ja nicht so schwer. Okay. Also, das ging. Es ging. Also, die T-Kanone ist stärker, aber halt auch langsamer als die Pfeffermühle.
Und es braucht halt immer echt so einen präzisen Schuss. Wenn der nicht klappt, dann sollte man vielleicht auch zwischendurch mal wechseln. So. Das sieht aus wie so das Geländer vom infernalischen Zug. Ich meine, dass da unten... Ich weiß, ich springe jetzt hier dusselig wieder runter, aber irgendwie... ja, ärgert es mich gerade. Ich finde keinen Begriff, dass hier irgendwo Kisten waren. Ich hatte von hinten unten irgendwo um die Ecke Kisten gesehen. Ich höre aber keine Schweineschnauze, oder? Nee, ich glaube nicht. Komm, dann gehen wir weiter. Wollen wir uns nicht lange aufhalten. Geht's jetzt geradeaus oder soll ich jetzt hier rauf? Ist hier irgendwas? Hier ist ja auch gar nichts. Dann ist das ja alles nicht so wild. Nee, dann will ich mich nicht... Oh, guck mal hier die Statue. Hier im Tränental. Da sah das doch voll schön aus. Es ist quasi derselbe Bereich, kann man ja dann sagen. Es hat sich nur verändert. Man ist ja dann quasi, kann ich mir so vorstellen, die ganze Zeit so in diesem Tränental, oder? Oder wie? Ich glaube schon. Oh, Speicheruhr. Und mein Spiel bleibt stehen. Was jetzt? Wichtiger Kampf. Okay. Hops, hops. Klein kriegt man ja noch so hin. Wird mir hier was angezeigt? Ja, ich soll da vorne lang. Aber hier wird mir auch noch was angezeigt. Zähne und so. Dann werden wir wohl gleich mal noch einen Abstecher nach rechts machen, würde ich sagen. Und da oben ist eine Erinnerung. Sehr schön. Jetzt kriege ich deine Belohnungen nicht. Die sind jetzt alle runtergeknallt. Das war mir klar. Wie blöd. Na gut. Ja, wie komme ich da oben hin? Liebe Leute, vielleicht da hinten außen rum, da lang und da dann lang. Weil so ist es ja schön in der Nähe eigentlich, aber da den Sprung, den schaffe ich von hier nicht. Oh, die kriege ich jetzt aber viel besser hin als vorher. Na komm. Komm raus. Oh, dass ich die anderen, diese TT-Dinger da, die Tekan-Monster hinbekomme jetzt, das finde ich richtig, richtig gut. Ich weiß noch, wie ich doch am Anfang immer mich so abquälen musste. Und jetzt geht das so easy-measy mit der Tekane, gar kein Problem. Die versuchen sich zwar so ein bisschen da wegzuschlängeln, aber sonst komme ich da oben hin. Ah. Da vorne ist die... Ah, okay, warte mal. Wenn ich das jetzt hier so... Ja, ich höre das Monster schon. Nein! Na, komm her. Was du wagst, ist mich hier herauszufordern. So, wie komme ich an die Erinnerung? Wenn ich das Ding hier jetzt nochmal ein bisschen präziser anvisiere vielleicht... Gut, präzise ist eigentlich was anderes. Ich weiß, aber Hauptsache es klappt. Ja! Jawohl! Jetzt muss ich nur noch die Sprünge schaffen.
sollte aber funktionieren. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Wird mein Tonfall verdrehen. Mhm. Okay. So, jetzt möchte ich aber eigentlich doch noch mal wieder zurück. Vielleicht eher da lang. Da lang. Den normalen Weg noch mal laufen, weil auch hier hatte ich nicht alles abgegrast. Hui. So. Da fühlt man sich doch... Wieso habe ich jetzt eigentlich keine Lebensanzeige gesehen? Weil es mir total dufte geht? Oder warum? So, das ist der normale Weg oder so. Wow. Okay. Nein, das ist wieder so ein Shit mit runterknallen. Hilfe. 3, 2, 1, Risiko. So. Geschafft, Hauptsache geschafft. Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo die Katze war. Okay. Ein Zahn oder so habe ich übersehen. Ich glaube, mit einem Zahn kann man noch leben. Da hinten war jetzt nicht so ein... Das ist so ein rundes Kreis, ich schieß dich ab Ding da hinten noch gewesen? Nee. Nee, da sind ganz viele so eine roten Dinger. Okay, manchmal sehen das... Sehen diese roten Kreise so aus, wie die, wo man, ne, ihr wisst schon. Was ist denn jetzt los? Nein, nicht so einer schon wieder. Oh, er hat mich trotzdem gekriegt, obwohl ich voll schnell abgehauen bin. Komm, geh mal weg da. Du bist aber auch immer so dusselig. Wir ballern einfach mal. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt, du bist viel zu langsam, Alice. Nein, er kriegt mich immer, oder? Nee, hat mich nicht. Ich gehe hier noch bald drauf, ganz ehrlich. Hallo, hallo, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ist okay, ich kann ausnahmsweise kann ich echt damit leben, weil ich habe gerade echt miserabel gekämpft. Und ich würde es gerne einfach nochmal machen. Liegt daran, dass ich die ganze Zeit nicht die Teekanne hatte, sondern die Pfeffermühle und damit voll nicht gerechnet habe. Und jetzt kommt neue Runde, neues Spiel. Grinse, Katz, ich kann dich gerade echt nicht gebrauchen. Hallo? Ey, die beballern mich so doll. Na, endlich. Super. Lass mich. Nein. Oh Mann, oh, sie war vor dem Felsding hier.
Leck mich. Komm raus, du Kopf. Aua. Ich habe Angst vor dem Vieh. Jetzt zielt auch mal automatisch wenigstens zu den Köpfen. Lass los, Alice, weg! Sie zielt immer nicht zu den Köpfen, dafür kann ich nichts. Okay, das Ding fängt wieder an. Okay, lass los. Komm, sieh zu. Schnell. Oh, meine Güte nochmal. Es ist so heftig, dieser kolossale Verfall. Der bringt mich jedes Mal echt hier wieder auf Höchstleistung sozusagen. Aber wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Es geht nicht nur um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann lies dich mir an. Ah, da oben, da ist wieder was. So, und da kann ich jetzt hin oder wie komme ich da ran? Wie mache ich das? Jetzt habe ich den Durchgang frei gemacht, aber auch nicht gerade besser. Tja, ich weiß auch nicht, wozu ich das jetzt frei gemacht habe. Auf jeden Fall komme ich da nicht lang. Gut gelandet, mal so eben seitlich. Dann nochmal da lang. Nochmal ein bisschen Energie tanken. Und Zähne holen. Zähne holen als Belohnung. Gott sei Dank nicht mit diesen 3-2-1-Dingern, die sich auflösen. Ah, und sogar ein paar goldene. Schön. Juhu. Ach, deswegen habe ich den Durchgang freigemacht. Jetzt komme ich dahin. Ja, cool. Ich glaube, auch diesen Bereich habe ich noch nicht damals bekommen. Verbrannte oder durch heißen Dampf verbrühte Haut sieht faltig aus, wie ein Fliegenpilz im Wind. Mhm. Und ein Schlüsselloch, weil es so wenige gab. Sehr schön. Ja, lauf weiter. Oh nein, Gegner.
Na komm. Stirb. Geht doch. Ich finde die Teekanne jetzt doch cool. Jawohl. Aber am meisten, weil es so schnell die Dinger hier tot macht. Aber dafür, dass es hier auf einmal so viele Gegner gab, weiß nicht, ob das so lohnenswert jetzt hier war. Bis auf die Erinnerung, aber okay. Na gut. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Warum steckst du immer fest, Alice? Sie steckt manchmal immer ein bisschen fest. Ein bisschen buggy manchmal. Okay. Was ist eigentlich hier unten? Fällt man in die Tiefe? Ja, man fällt in die Tiefe. Okay. So. Da komme ich ja her. Da soll ich hin. Dann gehen wir da auch hin. Ist total cool mit dem Hintergrund und so. Richtig schön chaotisch. Und kommen wir zur Raupe? Wäre cool. Kennst du die Redensart, dass Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Ich glaube, die Raupe hat Alice kleiner gemacht. Erinnerungen liefern wichtige Informationen über die Vergangenheit. Ach was. Schrumpfe, um lohnende Dinge zu erhalten. Oder so. Mysteriöser Osten. Und da sind wir im nächsten Level, im mysteriösen Osten. Wie geil ist das? Echt, ich freue mich immer über diese Levelwechsel. Ich fand auch das Tal der Verdammung jetzt richtig geil. Es ist völlig chaotisch, im Hintergrund so kometenartige Abstürze, Brocken, Lava, alles so richtig verfallsartig. Und jetzt so dieses, hey, lass dich doch vom Nebel einhüllen, zack, nächstes Level. Und so ein tolles asiatisches Blumenkleid hat sie auch an. Alleine wie diese asiatische, chinesische Schrift hier so runterläuft. Super geil. Ich finde das so geil. Es gibt ein Level, ist irgendwie schöner wie das andere, wie ich finde. Und deswegen finde ich dieses Spiel einfach so unglaublich toll. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das Level hier. Mal gucken, was uns hier als nächstes erwartet. Und mal gucken, wann wir denn dann die Raupe finden werden. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.